Sie können an Corona sterben. Sie können mit Corona sterben. Sie können ohne Corona sterben. Sie sehen, stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Niemand schreibt Ihnen vor, wie Sie sterben wollen. Das ist Ihre ganz persönliche Entscheidung und dafür setzen wir uns auch weiterhin ein. Die persönliche Freiheit muss da ganz zu oberst stehen und nicht irgendeine Bundesrätin. Hören Sie nicht auf den Mainstream, bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Die letzten Fragen beantworten Sie am besten selbst. Vor dem Sterben ist nach dem Sterben. Das Sterben geht weiter. Es werden neue Viren kommen, es werden neue Verordnungen kommen, aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass wir als Gesellschaft nur weiterkommen, wenn wir an die Kraft des Menschen, an die Kraft des gesunden Menschenverstandes appellieren und hier gemeinsam ein Zeichen setzen. Natürlich gibt es immer Einzelfälle, denen das eigene Sterben gar nicht weit genug gehen kann, denen das eigene Sterben nicht genügt. Die Wissenschaft spricht hier von sogenannten Supersterbern, nicht wahr? Einzelne Menschen schwärmen aus, bewaffnet mit ihren Körpern und die drängen sich dann in diese Großveranstaltung hinein mit dem Ziel, ein Herdensterben auszulösen. Aber das geht meist sehr schnell, völlig schmerzlos und ohne großes Tamtam. Das eigentliche Sterben findet dann ja erst viel später statt. Die sogenannten Supersterber sterben in der Regel selber nicht, aber sie machen eben den Weg frei zu den vorhandenen Kapazitäten in den Spitälern. Ja, und für diese Arbeit sollten wir ihnen eigentlich dankbar sein. Erst durch diese Supersterber sehen wir, wo es noch Luft nach oben gibt.